Thema Lichtermarkt 2015. Wir haben verschiedene Locations geprüft, wir haben verschiedene Konzepte auch geprüft, nicht nur Standorte, und haben gesagt, wir wollen jetzt natürlich keinen zusätzlichen Weihnachtsmarkt machen, mit dem wir unseren Weihnachtsmarkt in der Innenstadt schädigen, sondern wenn, dann brauchen wir ein alternatives Konzept. Wir brauchen einen interessanten Standort, den also jetzt andere Städte vielleicht gar nicht bieten können. Und daraus ist dann tatsächlich die Idee entstanden, so etwas wie einen vorweihnachtlichen Adventsmarkt zu machen, den wir dann Lichtermarkt genannt haben, weil wir auch ein außergewöhnliches Lichterkonzept hier mit dieser Halle verbinden. Sehr guten Partner gefunden bei der Vorbereitung, die Firma Schauenslandreisen, die, als wir das Konzept vorgestellt haben, relativ kurz nur überlegt hat. Andreas, du erzählst gleich noch ein bisschen mehr dazu, aber die Außergewöhnlichkeit der Location, die Außergewöhnlichkeit des Konzeptes haben also auch Schauenslandreisen überzeugt, mit einzusteigen. Deshalb heißt das Ganze auch Schauenslandreisen Lichtermarkt. Wir wollen das also gemeinschaftlich zu einem Premium-Weihnachtsmarkt, jetzt sage ich den Begriff trotzdem nochmal, Premium-Weihnachtsmarkt entwickeln. Unser Schloss ist der Landschaftspark, ein Schloss der Industriekultur. Und so ist im Übrigen auch die Terminierung fürs nächste Jahr schon vorgesehen. Also in diesem Jahr sind wir noch zeitgleich mit Schloss Rasfeld. Schloss Neuland ist ein Wochenende später. Im nächsten Jahr schon vorgesehen sind wir am ersten Advent dran, hier im Landschaftspark mit dem Lichtermarkt. Am zweiten Advent ist Schloss Rasfeld, am dritten Advent ist Schloss Neuland. Das war auch im Grunde genommen die große Herausforderung, die wir in diesem Jahr hatten. Wir wollen auf hochwertiges Kunsthandwerk setzen. Wir haben also jetzt in etwa 80 Kunsthandwerker dabei, die im ersten Jahr mitmachen werden. Wir haben ganz viele Kunsthandwerker gehabt, die gesagt haben, tolles Konzept, super, würden wir sehr, sehr gerne mitmachen. Wir stehen aber in diesem Jahr in Schloss Rasfeld. Und wenn ihr die Termine entzerren könnt, dann könnt ihr im nächsten Jahr sicherlich mit uns rechnen. Das heißt, wir haben ein Konzept jetzt, was wir ausbauen können und was wir durchaus noch weiter forcieren können. Das ist das erste Mal, dass ein Adventsmarkt und dann mit dem perfekten Namen Lichtermarkt, also wenn Licht, dann hier, denke ich, nicht nur in der Halle, sondern im gesamten Bereich, jeder weiß, wovon ich spreche. Einer der unverwechselbaren Orte ist hier die Kraftzentrale. Hier hat man relativ große Sicherheit, was das Wetter angeht. Und so werden wir in diesem Jahr bei den Umständen, die Peter Jopper geschildert hat, zunächst erstmal im Außenbereich ein paar weniger Stände haben, sind aber natürlich in der Zukunft betrachtet, haben wir da ein Potenzial vor der Haustür der Kraftzentrale hier insgesamt, wo man den gesamten Park dann auch nutzen könnte, ausweiten könnte. Das alles hat uns hier bewegt zu sagen, wir gehen hier in eine Location, die hier, ich sage jetzt mal, nicht nur für die Stadt, sondern überregional natürlich schon platziert ist auf dem Markt als Besucherstandort. Wir haben hier keinen großen Stress, was das An- und Abkommen der Besucher, wo wir da Einschränkungen haben müssten. Wir können hier erwarten, die Leute kriegen es auch relativ warm. Wettersicher, ja, muss man ganz einfach sagen, und in der Ambiente, das muss ich Ihnen, die alle hier sitzen, nehmen. Ihnen muss ich das alle gar nicht erzählen, Sie kennen die Halle. Da sind wir also ganz froh, dass wir jetzt tatsächlich hier einen Lichtermarkt, Klammer auf, Weihnachtsmarkt, einen adventlichen Markt hier platzieren können, und wir freuen uns unglaublich auf die Veranstaltung. Als ihr mit dem Konzept an uns herangetreten seid, mit dem Lichtermarkt, waren wir aus doppelter Hinsicht begeistert. Erstens, weil viele von uns bekennende Weihnachtsmarktgänger sind, und von daher, das dann vor der Haustür zu haben, erfüllt er natürlich auch mit Stolz. Zum anderen ist die Kampagne, die wir in diesem Jahr haben, heißt Bring Farbe in deinen Urlaub, und da war natürlich das Konzept mit den Lichtern, mit den verschiedenen Farben, das war eigentlich wie dafür gemacht. Aber wie gesagt, langfristig ist es ja auf jeden Fall angelegt. Von daher ist das nur in diesem Jahr passend zur Kampagne. Ansonsten ist es halt tatsächlich die Unterstützung, die uns wichtig ist, damit solche tollen Ideen dann am Ende auch durchgesetzt werden können. Als dann das Thema Flüchtlinge
auf uns zugekommen ist, haben wir überlegt, was wir als Schauinshand machen können, um das Ganze zu unterstützen, und sind dann an euch herangetreten, ob es für euch denkbar wäre, dass wir in diesem Jahr einen dieser großen Stände auch haben für eine Aktion, die wir machen wollen, die Helfende Hände heißt, und wo wir Schulen und Kindergärten in Duisburg angeschrieben haben und von dem Rücklauf total begeistert waren. Wir haben die Schulen und Kindergärten gefragt, ob sie Interesse haben, wenn wir das Bastelmaterial zur Verfügung stellen, mit den Kindern Dinge zu basteln, die dann hier auf dem Weihnachtsmarkt auch mit angeboten werden können. Und es haben sich weit über 2000 Kinder aus Kindergärten und Schulen gemeldet, wo wir bis zum 30. November dann die Bastelobjekte, die Kunstwerke abholen werden und dann auch die Schauinshand-Mitarbeiter hier an dem Stand verkaufen werden. Und der gesamte Erlös, der dann dadurch zustande kommt, der geht halt dann an ein Objekt, das wir gemeinsam mit der Stadt Duisburg dann angeschoben haben für Flüchtlinge hier in dieser Stadt. Und ich denke, dass sich da der Kreis auch so ein bisschen schließt und der weihnachtliche Gedanke da in doppelter Form dann auch nochmal rüberkommt. Wir werden im Grunde genommen dann im Eingangsbereich sowas wie eine Willkommenssituation haben. Da wird Schauinsland einen relativ großen Bereich auch mit der Aktion bespielen, die Andreas Rüttgers gerade gesagt hat. Wir werden aber auch im Eingangsbereich Explorado Kindermuseum haben. Also wir setzen sehr auf Familienpublikum, auf Kinder auch. So ist auch die Eintrittsgestaltung gemacht, die Eintrittsgeldgestaltung. Also es, im Regelfall kostet der Eintritt 3 Euro. Kinder unter 14 Jahren oder bis 14 Jahren sind kostenlos hier, können also bei freiem Eintritt die Veranstaltung besuchen. Und wir wollen eben nicht nur, dass sie bei freiem Eintritt reinkommen, sondern dass sie auch Spaß haben an der Veranstaltung. Weihnachtsmärkte sind sonst häufig für Kinder eher ein bisschen langweilig oder können langweilig sein. So, hier soll mal eben ein alternatives Angebot für Kinder da sein. Zum einen eben im Eingangsbereich, das, was Schauinsland dort macht, das, was Explorado Kindermuseum macht. Aber auch hinten auf der Bühne wird es ganz viele Aktionen geben, die auch Kinder durchaus ansprechen. Also die Musikschule bestreitet einen Teil. Wir haben also hohe Aufenthaltsqualität, auch eben für Jugendliche und Kinder. Und das ist uns sehr wichtig, weil wir eben auf das Familienpublikum setzen. Interessante Gastronomie, also wir wollen jetzt nicht, wie leider auch bei vielen Weihnachtsmärkten üblich, von Reibekuchen zu Bratwurst und zum Glühwein, also nur, sagen wir, ein sehr spartanisches, aber sehr weihnachtsmarkttypisches Sortiment haben, sondern wir wollten hier eine Alternative bieten und haben zwei Konzepte. Wir haben einmal ein Konzept draußen, Herr Winkel sagte vorhin, wir haben einen kleinen Außenbereich, deshalb noch relativ klein, weil die meisten Kunsthandwerker hatten natürlich großes Interesse, in die Halle zu kommen, weil Kunsthandwerk ist häufig, sag mal, schlecht witterungszuschützen. Das ist hier der optimale Standort dafür. Viele Kunsthandwerker, insbesondere im künstlerischen Bereich, können Weihnachtsmärkte gar nicht bestücken, weil sie den Witterungsschutz nicht herstellen können. Aber wir haben einige wenige Kunsthandwerker, die ganz gezielt nach draußen wollten. Die haben also so große Stahlplastiken, die draußen aufgebaut werden. Wir haben also eine Kunsthandwerkerin, die draußen mit Feuer etwas macht. Das kann man natürlich hier drin. Ich glaube, das würde im Rahmen des Brandschutzkonzeptes nicht unkritisch sein. Sowas nimmt man besser nach draußen. Und wir haben draußen, weil auch Raucher ganz gerne eben dann doch draußen stehen, 3 kleinere Versorgungsstände, die von karitativen Einrichtungen gemacht werden. Einmal von den Lions, dann von einer Kirchengemeinde hier in Maidrich und von einem Aktionsbündnis für soziale Zwecke hier in Maidrich. Das sind eben 3 Stände, die wir zu Selbstkostenpreisen stehen lassen, die auch keine Konkurrenz zu der Gastronomie hier drin darstellen, sondern zusätzlich nochmal soziales Engagement fördern sollten. Und alle Einnahmen, die dort draußen gemacht werden, gehen in soziale Projekte. Soll auch nochmal den Charakter der Veranstaltung ein Stückchen unterstreichen. Hier drin sieht es anders aus und wir waren der Meinung, dass wir hier drin am ehesten ein hochwertiges Gastronomiekonzept mit einem Anbieter hinbekommen können. Wir haben im Eingangsbereich einen Bereich, wo sich die Kinder sehr aufhalten werden mit Karussells. Wir werden dort Popcorn anbieten, Zuckerwatte, aber auch unsere Klassiker, die Currywurst natürlich. Des Weiteren wird es in dem Bühnenbereich eine Meile geben, wo wir Burger anbieten werden mit Rucola und so weiter. Sowie rheinischen Sauerbraten mit Serviettenklöße und Rotkohl, auch als Tellergerichte, wo sich die Eltern mit den Kindern auch in Ruhe aufhalten können und die Veranstaltung hier genießen können. Getränke gibt es natürlich auch, es gibt den Kakao, es gibt Glühwein in verschiedenen Sorten und Arten.
aber auch natürlich das Duisburger Pilz wird dabei sein, sodass für jeden was Richtiges dabei ist. Wir wollten also jetzt die Kunsthandwerker nicht wieder in langen Reihen aufbauen. Es gibt also Stände, die wir gestalten. Das heißt, alle Stände sind einheitlich gestaltet, in dunkelrot gehalten. Also typisch in weihnachtlich. Die sind auch entsprechend beleuchtet und mit Girlanden versehen. 5 mit Stoffbahnen bezogene, 6 Meter hohe Rundlinge, die hochgezogen werden mit Ricks, die also die Halle auch nach oben hin vor allen Dingen füllen. Und diese Ricks werden jeweils mit den Stoffbahnen von innen unterschiedlich beleuchtet. So auch deshalb der Begriff Lichtermarkt. Wir haben also nach einem alternativen Lichterkonzept gesucht. Und das ist eben so, wir haben also lange mit der Idee geliebäugelt, das im Grunde genommen auf der Ebene 0 zu machen. Aber die Halle ist halt 15 Meter hoch in etwa. Das heißt, man schafft das Volumen nach oben nicht. Und wir haben uns eben entschieden, jetzt mit diesen Rondells zu arbeiten, die nach oben hin auch Volumen bilden, die nach oben hin auch Licht und Farbe bringen. Wir haben einen Probelauf gehabt, wo wir also einen Rundling hier aufgebaut haben. Das sieht spektakulär aus, das wird toll aussehen, schon wenn man rein sieht, dass man also die unterschiedlichen Farben, die nach oben hin dann auch bis in die Decke durchspiegeln, sehen wird. Und um diese Rundlinge herum haben wir dann eben hier jeweils 12 Stände aufgebaut oder 12 Anbieter von Kunsthandwerk, die aber wie gesagt alle eben sehr einheitlich aussehen werden, die Stände. Weil wir wollten nicht, dass die Kunsthandwerker möglicherweise eine Mischung von unterschiedlichen Ständen mitbringen. Das hätte dem Charakter dieser Veranstaltung nicht gut getan. Wir sehen dann nochmal, dass es also auch eine Bühne geben wird und vor der Bühne eine relativ hohe Aufenthaltszone. Also wir wollen, dass die Besucherinnen und Besucher hier lange bleiben können. Ralf Winkels hat vorhin die Temperaturen angesprochen. Also wir gehen von verträglichen Temperaturen aus. Sie merken das jetzt schon, die Halle ist, rustikal zu beheizen. Andererseits ist es so, dass die Menschen ja ohnehin mit Winterkleidung kommen. Also die Halle jetzt überzuheizen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Die Menschen werden schon mit ihrer normalen Kleidung sich hier bewegen können. Aber es wird schon eine Atmosphäre sein, dass man also nachher auf dem Glühwein keinen Raureif oben drauf hat, also, sodass die Menschen sich hier lange aufhalten können. Wir haben eine interessante Mischung. Sie werden sehr viele künstlerische Artikel finden. Sie werden aber auch sehr viele originelle Artikel darin finden. Wir haben versucht, auch eine sehr bunte Mischung zu haben, also jetzt keine Überlagerung von bestimmten Sortimenten und nicht auf die Masse gesetzt, sondern auf die Klasse in dem Fall. Das Eröffnungsdatum, 4. Dezember, 17 Uhr, wird die Veranstaltung von Herrn Oberbürgermeister Link und von Herrn Kassner, dem Gesellschafter der Schauenslandreisen GmbH, gemeinschaftlich eröffnet. Und es gibt eben ein sehr umfangreiches Programm. Wir haben also von Anfang an den Anspruch, dass wir die Veranstaltung überregional platzieren wollen. Wir haben also einen Marketingkreis von den etwa 70 bis 80 Kilometern. Wir werben also bis nach Holland rein, wir werben also bis in die Mitte des Ruhrgebiets, wir werben also bis nach Düsseldorf rein. Der Landschaftspark ist eine Location, die also eine überregionale Werbung auch vertragen kann. 1 Million Besucherinnen und Besucher pro Jahr sprechen auch für sich. Und wir wollen also jetzt Veranstaltungen machen, die also jetzt nur rein lokalen Charakter hat, sondern das muss eine Premium-Veranstaltung sein mit einem sehr, sehr großen Bezug, also auch überregionalen Bezug. Und so auch unsere Vereinbarung mit Schauinsland, das wollen wir zusammen so entwickeln. Und wir haben gesagt, es muss im ersten Jahr schon so sein, dass die Menschen zahlreich kommen und hier in der Halle stehen und sagen, wow, das erzähle ich meinen Freunden, meinen Nachbarn und spätestens im nächsten Jahr müsst ihr hier alle hin. So, wir wollen nicht mit einer Mini-Veranstaltung anfangen. Wir haben im ersten Jahr schon, glaube ich, geklotzt. So eine Veranstaltung muss man über mehrere Jahre aufbauen. Alle Partner haben gesagt, das machen wir gemeinschaftlich und da stehen wir dahinter. Und deshalb haben wir uns auch keine Zielmarke jetzt für Besucherzahlen gesetzt. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Und wir sagen Ihnen am Ende, wie viel da gewesen sind.